Servus Jungs und Mädels da draußen, hier ist Malte von FIFA Germany, freut mich mega, dass du eingeschaltet hast und heute bekommst du dafür auch einen richtig geilen Trading-Tipp. Wie gesagt Leute, es freut mich einfach nur mega, ihr habt das letzte Video auch wieder mal richtig auseinandergenommen, ich glaube fast 300.000 Aufrufe, 9.000 Likes. Hammer, echt, ohne Witz, richtig geil. Deswegen gibt es jetzt hier auch noch ein paar weitere Sniping-Filter bzw. Trading-Tipps. Falls ihr nicht wisst, was Sniping ist, ich werde es euch natürlich gleich nochmal erklären. Auf jeden Fall Daumen nach oben, falls ihr Bock drauf habt, falls ihr mehr sehen wollt. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, Instagram und so weiter in der Videobeschreibung. Bla bla bla, wir starten direkt hier in das Video. Falls ihr auch so ein Team haben wollt, ich zeige es euch jetzt nochmal. Das ist mein Hauptteam für Food Champions und so weiter. Also ich finde es mega geil. Natürlich könnte man hier noch eventuell Pogba hinstellen, was weiß ich. In Sturm, Benzema, was weiß ich. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, in die Kommentare damit. Ich habe nicht so viele Coins, deswegen werde ich meine Sniping-Filter, die ich euch heute erzähle, beziehungsweise die Trading-Tipps, die ich euch zeige, werde ich gleich auch selber anwenden. Ihr seht also ein paar Beispiele und so weiter. Ich habe hier schon etwas auf der Transferliste und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt den ersten Sniping-Filter. Let's go! So Leute, hier seht ihr dann auch wieder mal den ersten Sniping-Filter. Vorher haben wir es mit Hunter gemacht, dieses Mal machen wir es mit Shadow. Für Verteidiger ein beliebter Chemiestil, Tempo plus 3, Defensive plus 3. Was will man da mehr als einen Goldspieler, der dann auch noch diesen Chemiestil hat? Und ihr müsst jetzt einfach mal schauen. Ihr habt natürlich hier den Maximalpreis, zack, zack, R2, zack, nehmt damit, habt ihr dann die 15 Millionen stehen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt machen muss, aber ihr sucht dann hier einfach, ich zeige euch das jetzt mal so. Und da habt ihr auch schon hier den ersten Yangba, Mbiva, aber 1500, da könnt ihr schon sagen, so, nee, wir wollen das günstiger. Schauen dann hier für 1300 und dann geht die Warterei los. Das möchte ich euch gar nicht vorenthalten. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig, diese Sniping-Filter bzw. diese Trading-Tipps. Also, falls ihr Zeit mitbringt, einfach immer aktualisieren. Und da ist auch schon einer. 800. Hallo. Mann, ey, ich hab doch gedrückt, Alter. Ja Leute, das kommt natürlich auch noch dazu, ihr bekommt nicht alle Spieler, ich möchte euch das gar nicht vorenthalten, es gibt natürlich auch Nachteile, aber ihr seht schon, Christensen mit Shadow hätte ich den bekommen für 850 Münzen. Hier seht ihr dann auch schon die Chemiestile, der günstigste Shadow geht gerade für 3,2 per Sofortkauf weg und das könnt ihr dazu rechnen zu dem Preis, wie ihr diesen Christensen dann auf diesen Markt gestellt hättet. Also sagen wir 850 Münzen plus 3200, dann hättet ihr den locker für 4k raufstellen können und ihr habt gesehen, wir hätten den für 850 mit Shadow bekommen. Das wäre ein locker 3k Profit für einen Spieler. Also ich hoffe, ihr habt diesen Trading-Tipp jetzt auf jeden Fall verstanden. Hier auch wie damals schon mit Hunter Angreifer, einfach Shadow-Verteidiger. Natürlich gibt es da noch einen anderen Chemiestil, den ihr dann auch suchen könnt, nämlich Anchor. Den könnte man auch noch gut hier für 850, da gibt es auf jeden Fall welche hier, 750. Luna ist jetzt nicht so ein Spieler, den man unbedingt damit braucht, aber ihr seht hier schon, eventuell Robertson aus der BPL ist schon was wert. Ich habe auch, wie ihr eventuell schon gesehen habt, ich weiß gar nicht, ob man das vorhin gesehen hat, hier ein paar Spieler mit den Anchor gekauft, hier. Einmal Chris Smalling für 1k, den kann man dann auch locker für, sagen wir jetzt mal, 1,4 drauf anbieten. Genauso dann wie Kolasinac, der geht auch so, wahrscheinlich so für seine 1000, 1400, dann mit diesem Chemiestil. Also ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr Spieler kauft, auf die Chemiestile. Die können auf jeden Fall ordentlich Profit bringen und ich werde jetzt einfach nochmal suchen auf dem Transfermarkt, dass wir nochmal hier so einen guten Anchor bekommen oder halt einen Shadow. Und ich werde jetzt einfach noch mal ein bisschen auf den Transfermarkt gucken. Alter, das ist totaler Zufall, ohne Witz. Ich wollte euch das gerade noch mal erklären. Wir haben jetzt hier einen Nelson Semedo im Shadow bekommen. Alter, der geht richtig ab. Dann plus 3 Tempo für 1400. Und den packen wir jetzt auch mal direkt auf die Transferliste. Hier ist noch einer. Ne, das war der, den ich gerade gekauft habe. Und jetzt, Leute, könnt ihr mal schauen. Zack, Nelson Semedo. Günstigste per Sofortkauf ist hier bei 1,3. Und wenn wir dann jetzt noch den Shadow Chemiestil draufpacken, liegt der bei 3,8, 3,9. Und wenn wir den jetzt mit Shadow Chemiestil für 3,5, sagen wir jetzt mal, anbieten, hier seht ihr auf jeden Fall schon mal diesen Damian, den haben wir verkauft, da haben wir ordentlich Profit mitgemacht.
Wenn wir den jetzt für 3, sagen wir jetzt mal 3,4 anbieten, haben wir auf jeden Fall 2.000 Gewinn gemacht mit diesem einen Spieler. Einfach nur mega heftig. Eventuell geht er ja jetzt auch noch gleich weg. Ansonsten blende ich euch das Bild jetzt mal ein, falls er weggegangen ist im Nachhinein, wenn ich das Video hier schneide. Also Leute, ich denke, ihr habt es verstanden. Falls ihr noch Fragen dazu habt, einfach in die Kommentare damit. Ich werde euch das auf jeden Fall hier beantworten. Wir sind jetzt hier schon bei 10 Minuten Aufnahmezeit. Das muss ich jetzt auf jeden Fall schneller machen, den nächsten Trading-Tipp. Der nächste Trading-Tipp ist aktuell zu diesem Weg zum Ruhm-Spieler hier. Rigoni, Defoe, Mario Gomez, Sané, Vieira, Ramos, wen gibt es da noch, Coman und so weiter. Ihr seht hier diese Squad-Building-Challenges, ihr braucht hier Argentinier, hier braucht ihr Engländer, hier braucht ihr Deutsche und hier braucht ihr Spanier. Also, tschatsching, da kommen die Sniping-Filter doch schon in meinem Kopf hervor. Da suchen wir doch jetzt mal glatt nach Spielern, die ungefähr 500 Münzen kosten. Die kann man locker für 900, 800 oder so verkaufen. 500 Münzen, maximal Sofortkaufpreis. Man kann vielleicht 550, eventuell 600, je nachdem wie viel ihr Gewinn machen wollt. Hier seht ihr auch schon den günstigsten Fernandes, zack, 500. Den kann man jetzt auf jeden Fall locker für 850 per Sofortkaufpreis anbieten. Das war jetzt auch wieder so ein mega Zufall, dass wir den gerade bekommen haben. Und ihr seht schon, es dauert natürlich länger, Leute. Ich möchte euch das, wie gesagt, nicht vorenthalten. Es ist langwierig. Es macht auch manchmal gar keinen Spaß. Aber wenn ihr die Spieler dann bekommt, dann ist es einfach nur ein mega geiles Gefühl. Und so kann man dann hier immer schön snipen und so weiter. Ich versuche jetzt nochmal einen guten hier zu erhaschen für euch. Aber ich denke, es ist einfach. Und das ist mega einfach, so Coins zu machen. Auf jeden Fall, lasst mal auf jeden Fall 500 Daumen nach oben dafür da. Also, ich habe noch mehr Trading-Tipps. Also, falls ihr was haben wollt, einfach nur kommentieren. Dann zeige ich euch alles, was ich weiß, alle Filter und so weiter. Jawohl, und da haben wir auch schon den nächsten hier bekommen. Das ist der Jakob. Für 500 Münzen haben wir ihn erst sniped, sage ich jetzt mal. Und den bieten wir dann auch für 850 mal an. Und so haben wir auch, sage ich jetzt mal, 300 Münzen Gewinn gemacht hier pro Spieler. Natürlich dieser andere Trading-Tipp, den ich euch eben gezeigt habe mit Nelson Semedo und so weiter. Der ist auf jeden Fall mega stark. Hier seht ihr auch schon den Fernandes, haben wir verkauft. Ich werde euch auf jeden Fall einblenden, sobald wir hier diesen Semedo und so weiter verkauft haben. Hier seht ihr gerade noch Romero, den hatte ich, bevor ich das Video hier aufgenommen habe, so als kleinen Test mal erst snipe. Den können wir, glaube ich, so für 850 mal reinstellen. So Leute, das war's dann jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe einfach nur, dass ihr damit Millionen an Coins machen könnt. Natürlich Millionen. Ihr müsst, glaube ich, auch Millionen Minuten da reinstecken. Also, es ist zeitaufwendig, dieses Sniping, aber es macht mega, mega Laune. Mir auf jeden Fall. Ich hoffe, dir zu Hause auch, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Und das war's dann jetzt auch hier mit diesem Video. Wie gesagt, ich blende euch jetzt nochmal die Bilder ein, wie sich diese Spieler hier verkauft haben, damit ihr seht, das ist alles kein Fake, das ist alles legit. Let's go, haut rein und ciao!